Politischen, die jetzt als wir unwürdig waren, die lebten in Deutschland. Und die Deutschen, die starben an allen möglichen Fronten. Und nun fehlten ja mit der Zeit Mannschaftspersonal. Und da war dann die Idee, die aufzubauen als Himmelfahrtskommando, die man reinwirft. Deshalb waren wir ja auch militärisch so ausgerichtet. Wir konnten als selbstständige Einheit Gegenstöße der Alliierten auffahren. Und wenn wir zurückgegangen wären, hätten sie uns von hinten auch zusammengeschossen. Also das waren regelrechte Himmelfahrtskommandos. Das war so bei denen die Grundidee gewesen. Ne? Und also so war das für die größeren Einheiten, für Divisionen gedacht. Und so war ja auch dann der Einsatz. Hier, typisch, unser Einsatz an einem Hang, wo wir nach dem ersten Schuss von der amerikanischen Artillerie zusammengeschossen worden wären, keiner hätte überlebt. So war dann auch der militärische Einsatz von vielen Frontabschnitten. Ja, genießt das so, ja? Genau, ich denke, das reicht. Nee, also ich denke, gut, da gibt es ja auch Literatur drüber, aber das war das Prinzip, Vernichtung der Politischen. Die sollten im Krieg zugrunde gehen und nicht überleben. Vielleicht so, die Kompanien waren ja so zusammengestellt, ein Drittel Politische, ein Drittel Kriminelle und ein Drittel Offiziere, Unteroffiziere, Gefreite, die zum großen Teil Nazis waren. So war die Zusammensetzung. Ich habe sowas jedenfalls in der Zeit, sofern man auch den Politischen nicht so kannte, man musste ja sehr vorsichtig sein. Irgendwelche Äußerungen oder Gedanken, da ist man schneller erschossen worden. Nicht? Also, manche kannten sich auch, so weit gab es ja auch, die waren zusammen im Zuchthaus, haben sich jetzt wieder getroffen nach vielen Jahren. Nun wusste man ja nicht immer, einer, der 34, 35, 36 eingesperrt war, wie denkt der 40, ja, oder 42? Nee, also man hat mit der Zeit Kontakte gehabt zu den Politischen. Man merkte das dann schon. Wir waren alle Politische. Das hatten wir dann schon so ein bisschen arrangiert, nicht, dass da kein anderer dazu kam. Und das spielte ja da auch eine Rolle. Die Ausbildung, ja, wir hatten noch, wie gesagt, keinen Ausgang. Ausgang hatten wir wohl nachher, als wir nach Belgien kamen. Da ist ein Unteroffizier mitgelaufen mit 3 oder 5 Mann, der musste aufpassen, dass nicht einer da oder dort dann wohl mit anderen Leuten ins Gespräch kommt. Aber in Belgien, wir waren ja nicht die Ersten, die dorthin kamen, war bekannt, dass von dieser Strafdivision 999 viele politische Häftlinge bei waren. Das war da schon bekannt.
So, das ging auch nachher nach Frankreich und auch nach Italien.